So, Valhalla, ihr lieben Wikinger-Freunde. Ich fange mal hier an. Steinmächen habe ich versucht, gehe nicht hin. Will da aber auch keine Stunde dran sitzen. Vielleicht versuche ich das so noch, noch mal irgendwann. Jetzt erstmal hier oben zu dem Rätsel. Ich denke mal, hat irgendwas mit den Pferden zu tun. Hast du gehört, was mit Archibald passiert ist? Na, der Trunkenbold. Ich war da, als er das Ding in Brand gesteckt hat. Wir wollten ihn aufhalten, aber er musste es ja herausfordern. Du hast alles gesehen? Los, erzähl uns, was passiert ist. Die Sage, Wilfried, ist wahr. Ein legendärer Piktenkrieger, der mit bloßen Händen einen Wolf zerreißen kann. Du hast ihn gesehen? Ich weiß nicht, was wir gesehen haben. Aber irgendwas ist da oben. Als Archibald das Feuer gelegt hat, hielt er stolz die Fackel hoch. Plötzlich sehen wir, wie ihm sein Kopf vor die Füße fällt. Wir sind weggerannt. Sollten wir wenigstens seine Leiche bergen? Nur zu. Aber ich steige diesen verdammten Berg nicht nochmal hoch. Nicht für alles Silber in diesem Land. Also muss ich den Berg hoch. Der große Archibald lebt. Oh, also Berg hoch. Ist die Frage, wie weit ich da jetzt hoch muss. Aber wir werden sehen. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Das, was erfroren ist. Kann ich auch nicht aufheben. Hier ist Erz. Da wollte ich jetzt nicht hin. Fackel. Ah, komm mal. Sogar die richtige Idee gehabt. Was passiert jetzt? Sag mir deinen Namen, Krieger. Wie du meinst. Dein Lebenszweck ist es, für mich zu sterben. Ha, ihr Versprechen. Wo willst du denn hin? Ich würde jetzt nicht die ganze Zeit nachlaufen. Mit dir wirklich warm. Die Legende in den Bergen. Sehr schön. Erstmal den Brennen da und selber am Brennen. Ganz cool.
zu tief. Wir stecken uns anscheinend immer gegenseitig nochmal neu an. Ah, jetzt ist vorbei. Euer Freund wurde gerecht. Du hast den legendären Krieger getötet? Das ist Irrsinn! Du bist wahnsinnig! Naja, immerhin kann Archie jetzt in Frieden ruhen. Sie bekommen noch ihre Strafe. Sehr schön. Dann nehme ich mir jetzt erstmal den Schatz hier unten. Und dann geht's hier noch weiter. Die zwei auf jeden Fall noch. Ja, aber die Steinmännchen, die treiben mich teilweise in den Wahnsinn. Ich glaube, da werden auch zum Ende hin einige übrig bleiben. Oh, das war knapp. Da für einer rum. Naja, egal. Nächstes Tier ist hier. Das scheint irgendwas Kleineres zu sein. Nämlich das Artefakt oder sowas. Besser gelaufen. Das war anscheinend hoch. Okay, hätte ich mal sparen können mit dem Gaul. Ja, ganz unten sogar. Verfluchtes Zeichen. Schön, dass ich hier wieder nicht sehe. Dann nimmst du jetzt mal das Ding. Gift.
Haben wir wieder eine Fackel an am besten. Ich will so Pilze gefuttert. Oh, 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 oh. Okay, das ging ja recht flott. Nachdem man einmal hier durch die Tür ist. Ja, gleich viel heller und freundlicher. So, dann geht's hier hin. Istanbul. Los! Ja, muss mal gucken, ob ich das Schneidenmännchen. Ne, keine Ahnung, was ich mit denen mache. Aber ich habe halt auch nicht so die Geduld unbedingt für sowas. Dann den? Bleibt stehen, Steiner. Sonst kann ich die bösen Piktenmänner abholen. Kannst du den Steinen sagen, dass sie stehen bleiben sollen? Ich muss einen Steinmann bauen, der mich vor den Piktenmännern beschützt. Ich gebe mir so viel Mühe. Aber es klappt einfach nicht. So geht's mir auch immer. Aber der hier scheint leicht zu sein. Hey, das kannst du ja richtig gut. Nee, der ist ja im Vergleich zu dem da oben auch wesentlich einfacher. Bleib stehen. Stell es dir als eine Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit. Aber sie fallen immer um. Du musst dich von der Schönheit der Natur leiten lassen. Form, Gleichgewicht und Ausdruck sind entscheidend. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ruhige Hand und ruhiges Herz, kleine Riesin. Leb wohl. Boah. Weltereignis abgeschlossen, Steinmann. Sorgt euch nicht um mich. Ich habe ein Heer von Steinmännern, die mich beschützen. Klar, weil die auch so viel bringen. Mal hier nochmal angucken. Hier ist ein Bierchen. Wie man einen Steinmann baut. Tolle Wurst. Und die Kleine etwa hier alleine. Armes Mädchen. So, dann gehen wir mal nach Starnburg. Das schaue ich noch. Ich glaube, ich laufe. Sind ja nicht so viele Schätzchen, Schätzelis. Hier irgendwo rein? Ich glaube nicht. Muss also irgendwo innen sein. Dann gucken wir mal, was hier reingeht. Glaube ich nicht, oder? Doch. Seid ihr böse? Nee.
Warnung! Es kommen Stimmen aus dem Brunnen. Ich dachte, jemand wäre hineingefallen. Doch als ich ihn ins Dunkel rief, kam nicht ein Flüstern zurück. Nur als ich mich abwandte, erklang die Stimme wieder. Nähere dich dem Brunnen nicht, mein Sohn. Wir werden unser Wasser nun von weiter weg holen. Okay, dann freuen wir mal den Brunnen. Wenn ich ihn finde. Noch habe ich ihn nicht gesehen. Das ist nicht der Brunnen. Oder doch? Okay, das war jetzt irgendwie einfach. Oh, hier war noch ein Schatz. Das ist dann wahrscheinlich der Brunnen. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Na, da ist der Punkt. Also Stimme höre ich jetzt nicht. Okay. Oh, Horst des Bergsteigers, das hört sich interessant an. Ich würde mir den Schatz da oben jetzt noch nehmen und dann geht es beim nächsten Mal hier mit weiter. Mehr Rätsel. Aus dem Weg, junge Frau. Na, 300 Meter, die sind wir ja schnell gelaufen. Okay. Ich dachte gerade, ich habe mich festgepackt. Wäre auch nicht das erste Mal. Ich glaube, hier waren noch ein paar mehr Katzen auf dem Weg. Ja.
Hier ist ja was los. Wie willst du hier? Von hinten ist aber gemein. Immer noch eine? Ja. Die Zwitschern waren zum Abendessen. Oh. Eine Katze. Jetzt hole ich auch mal schneller hin. Aber gleich da, gleich da. Okay. Erschossen beim Dose stecken und der andere hat sie liegen lassen, warum auch immer. Stoff, was soll ich denn mit Stoff? Okay. Ja, ich glaube, das bietet sich an. Beim nächsten Mal auf jeden Fall die drei. Und die Schätze vielleicht noch hier unten. So erstmal der Plan. Und dann nochmal eine Runde für das hier oben. Vielleicht, wenn ich irgendwie rausfinde, wie es geht, mit dem Steinmännchen. Für heute war es das. Ich sag vielen Dank. Bis zur nächsten Runde. Ich freue mich schon.